Hallo ihr lieben Bücherfreunde und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Da dies mein erstes Video auf diesem Kanal in diesem Jahr ist, möchte ich euch natürlich auch noch von meiner Seite ein gesundes, aufregendes und spannendes Jahr 2020 wünschen. Ich hoffe sehr für euch, dass die Literatur sehr viel Spannendes und Schönes für euch bereithält. Ja, und aus diesem Grund möchte ich euch ja eigentlich als erstes Buch ein sehr schönes Buch vorstellen, was sehr, sehr schön anzusehen ist, aber auch sich sehr, sehr schön liest. Wie der eine oder andere ja vielleicht letztes Jahr mitbekommen hat, beziehungsweise auch ich selber festgestellt habe, dass so ein bisschen mein Herz für ja schöne Bücher ein bisschen schlägt, für schön gezeichnete oder illustrierte Bücher und ich da auch so ein bisschen meine Leidenschaft entdeckt habe. Und um welches Buch es sich jetzt handelt, das seht ihr wie immer jetzt. Wie ihr gerade gesehen habt, möchte ich euch heute das Buch, das Stundenbuch des Jacominus Gainsborough von Rebecca Dautremer, wenn man sie ausspricht, hoffentlich aus dem Insel Verlag vorstellen. Wie uns der Titel hier eigentlich schon verrät, verfolgen wir hier den wundersüßen Hasen Jacominus Gainsborough von Anfang an seines Lebens, aber auch bis zum Ende seines Lebens. Er hat ja wirklich tolle Momente in seinem Leben, wie beispielsweise einen wunderschönen Spaziergang am Strand mit der kompletten Familie, aber auch noch mit ganz, ganz vielen Freunden, die ihn eigentlich auch sein Leben lang verfolgen. Bis hin zu, naja, ich sag mal, nicht sehr schönen Stunden, wie zum Beispiel, dass er in den Krieg ziehen muss, beziehungsweise seinen Wehrdienst oder seinen Dienst in der Armee leistet. Neben dem Erzählen seines Lebens und dem Herauspicken einzelner Momente stecken hier auch sehr, sehr, sehr viele philosophische Gedankengänge, die einen auch als Erwachsener sehr, sehr stark innehalten lässt und auch wirklich zum Nachdenken anregt. An dieser Stelle möchte ich auch gleich noch sagen, dass es sich hier eigentlich an sich um ein Kinderbuch handelt und dieses Buch auch wirklich für Kinder gemacht ist. So vom Schreiben her, vom Aufbau der Texte merkt man sehr deutlich, dass es wirklich für Kinder gemacht ist. Aber, und wie ich finde, ist, dass es definitiv auch für Erwachsene geeignet ist. Da hier sehr, sehr, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr, sehr philosophische Gedankengänge drin sind. Und die Autorin es schafft, dass man auch als Erwachsener bei einem illustrierten Buch sehr innehalten kann, sehr nachdenken kann und natürlich kann man bei diesen Bildern einfach nur innehalten und sich die Bilder einfach nur anschauen. Ich hatte ja letztes Jahr für mich Lisa Asiato kennengelernt. Ich mag die Illustrationen, aber ich muss sagen, dass ich auch diese Illustrationen sehr, sehr liebe. Die Bilder sind wirklich wunderschön. Jacominus ist ein wundersüßer Hase, den man eigentlich gefühlt die ganze Zeit anschauen kann, aber auch all seine Freunde und alle Wesen, die noch so herum sind, wunderbar anzusehen. Und ich finde, dass es definitiv ein Highlight ist, den illustrierten Bücher ja meiner Meinung nach ist. Damit ihr ein Gefühl des Textes noch bekommt, möchte ich euch jetzt noch kurz aus dem Buch eine Passage vorlesen. Doch es gab etwas, das man sehr schnell merkte. Jacominus war häufig abwesend, als wäre er auf dem Mond. Und bestimmt macht er da oben auf dem Mond auch seine ersten Schritte. Und deswegen hat er wohl auch den kleinen Unfall. Diesen leichten Sturz, diesen Purzelbaum ganz ohne Absicht. Dieses bezaubernde, geräuschlose Holzscheit auf dem Teppich. Es war ein Tag, an dem Herr Gainsborough wegen einer Kleinigkeit schmollte. Ein Tag, an dem Frau Gainsborough melancholisch dachte, dass sie doch gern dieses Picknick gemacht hätte. Ein Tag, an dem ein Gewitter aufzog, aber nicht ausbrach.
Ein Tag, auch an dem Polycarp vielleicht ein wenig zu ausgelassen war, dort oben auf den 4 Stufen, die zur Veranda hinunterführten. War nun ein kleiner Ausschnitt aus dem Text, damit ihr so ein gewisses Gefühl dafür bekommt. Was ich finde, ist, dass der Text sehr, sehr gut abgestimmt, auch die Bilder. Und was ich besonders gut finde, ist, dass selbst dass der Text teilweise sogar Bezug auf die Bilder nimmt. Und das finde ich wirklich wunderbar, auch als Erwachsener. Und man hat halt dann immer noch meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr zu entdecken. Was ich allerdings finde, ist, dass wenn dieses Buch mit Kindern gelesen wird, dann ist es meiner Meinung nach so, dass hier wirklich an der einen oder anderen Stelle ein Erwachsener dabei sitzen sollte und dem Kind vielleicht gewisse Dinge erklären sollte. Und das wird auch am Anfang des Buches so ein bisschen darauf hingewiesen, dass Kinder dieses Buch doch mit ihren Eltern gemeinsam lesen sollten. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute, ein sehr guter Einstieg in dieses Buch. Das fördert am Ende auch nur die Zeit zwischen Kindern und den Eltern oder vielleicht auch Großeltern oder anderen Familienmitgliedern oder Erwachsenen. Ich kann euch dieses Buch absolut nur empfehlen. Für mich war es definitiv ein Highlight, es gehört für mich so ein bisschen zu den Jahreshighlighten 2019. Ich hatte das nämlich schon bereits im Dezember gelesen und bin leider jetzt erst dazu gekommen, es euch jetzt vorzustellen. Aber nichtsdestotrotz hat es für mich nicht seinen Charme verloren, auch jetzt, wo ich es nochmal in die Hand genommen hatte und ein bisschen durchgeblättert hat. Ich finde es wirklich wunderbar und kann es euch, wenn ihr genauso wie ich auf illustrierte Bücher steht, auf schöne Geschichten, auf Geschichten, die einem so ein paar wirklich schöne Stunden verbringen und neben den normalen Büchern quasi so ein kleines Highlight schaffen, kann ich euch dieses Buch nur empfehlen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal dem Inselverlag danken, dass sie mir dieses Buch zur Verfügung gestellt habe und ich euch auf meinem Kanal vorstellen darf. Das soll es von mir nun gewesen sein und denkt dran, euch mal den Giacominus Gainsborough anzuschauen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und habt schöne Stunden bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss!